Schafft der Promotion League Club Stade Nyonnais in Gelb gegen den Aufsteiger in die Super League Lausanne Sport schon wieder eine Cup-Sensation, so wie gegen die Grasshoppers vor zwei Jahren? Die Unterklassigen beginnen furios, kommen schon nach 49 Sekunden zum ersten Abschluss durch Maruffi. Doch kein Problem für Lausanne-Keeper Mori Diaf. In der Folge geht das Spieldiktat klar an Lausanne über. Nach einer Viertelstunde Flanke auf Nannis Ayamo. Dieser kommt völlig ungehindert zum Kopfball. Aber der Ball geht über die Latte. Eine Riesenchance für den Franzosen. Vier Minuten später und schon wieder rollt der Lausanne Express Richtung Nyon-Goal. Aldin Turkes von der Grundlinie, Rüdpass Rocha ganz alleine. Doch im letzten Moment kann Nyon-Verteidiger Marc seinen Fuß dazwischen halten. 0:0 zur Pause, mit oder ohne Maske. Wir sind inzwischen in der zweiten Halbzeit in der 73. Minute angelangt. Flo vertändelt den Ball, Ombala profitiert, setzt sich kraftvoll durch und trifft. 1:0 für Stade Nyonnais. Der Underdog ist vorne. Kommt zur Sensation, wie vor zwei Jahren gegen GC. Flo sieht schlecht aus, Ombala dafür umso besser. Klasse gemacht vom Nyon-Stürmer. Kann Lausanne reagieren? Vorerst wieder Nyon im Angriff. Doch die Lausanne-Verteidigung kann dieses Mal klären und der Abwehrversuch wird zum Steilpass für Turkes. Turkes und zwischen den Beinen erwischt er Lecureux. 100 Sekunden nach dem 0:1 kann Lausanne ausgleichen. Keine Minute später, Puertas trippelt sich gegen drei Nyon-Verteidiger durch, legt rüber auf Turkes, Turkes auf Zekiri und ganz cool und überlegt zirkelt dieser den Ball in die Maschen. 2,5 Minuten nach dem Rückstand hat Lausanne das Spiel gedreht. 5 Minuten vor Schluss sieht der Nyon-Einwechselspieler Guyon rot. Was genau vorgefallen ist, ist auf den Videobildern nicht zu sehen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Kukuruzovic legt den Ball hin und Paredes mit einem schönen Schuss zum Schlussstand von Nyon 1, Lausanne 3. Der Außenseiter hat an der Sensation geschnuppert, aber eben nur geschnuppert. Lausanne und sein Trainer Contini gewinnen im Stade de Colovre schlussendlich verdient.